Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Nicht wundern, ich sehe völlig fertig aus. Ich bin wirklich gerade erst aufgewacht. Ich dachte, ich drehe heute mal einen Vlog. Heute ist Montag. Am Samstag habe ich Karl zu Philipp gebracht. Philipp ist bei seinem Papa. Und da der Kindergarten diese Woche zu hat und ich Termin habe, diese Woche habe ich Philipp gefragt, wie viele Tage der Woche er halt frei nehmen kann und auf Karl aufpassen kann. Und da das jetzt Montag und Dienstag halt waren, hat er gesagt, dann verbringt er das Wochenende und Montag und Dienstag mit Karl. Also, dass ich dann dass ich dann die 4 Tage hier praktisch alleine bin. Und Dienstag bringt er Karl wieder hierher. Und wenn ich dann noch Termine im Rest der Woche habe, dann kommt meine Oma noch her und passt auf Karl auf. Genau, ich dachte, ich drehe heute meinen Vlog, weil es ein wirklich sehr seltener Zustand ist, sage ich mal, dass ich ohne Karl hier bin. Es ist auch ein bisschen komisch. Allerdings ist jetzt so, dass ich zum Beispiel das erste Mal seit Wochen bis um 10 jetzt schlafen konnte. Dadurch, dass ich jetzt nicht gleich früh einen Termin habe, konnte ich glücklicherweise auch schlafen. Und ich kann euch jetzt gleich mal mein Sofa zeigen. Das ist nämlich, warte mal, wann habe ich das geholt? Am Freitag, genau. Um euch das zu zeigen, muss ich nicht mal mein Bett verlassen. Es ist noch nicht ganz fertig. Also, Fakt ist, das ist ein Tagesbettgestell, sage ich mal. Man kann es ausziehen, also praktisch, das sind 80 cm. Man kann ja nochmal 80 cm ausziehen, dann hat man wirklich so ein Doppelbett. Und das ist im Prinzip nur dieses Bettgestell und 2 Matratzen, die man dann halt nebeneinander legt. Und ich werde mir mal noch diese oder nächste Woche hier hinten noch ein paar mehr Kissen noch holen, die auch ein bisschen höher sind. Und für die Seite und so, dass es so richtig wie so ein Sofa halt ist. Aber ich finde das total cool erstmal so. Das ist halt super praktisch. Ich finde es total schön. Wie gesagt, ich hole mir noch mehr Kissen, aber ich habe, also die Kissen, die jetzt drauf sind, sind halt alles IKEA-Kissen. Und mehr Kissen, die ich schön fand, gab es bei IKEA leider nicht. Aber ich fahre dann ins dänische Bettenlager und hoffe, dass ich dann wieder irgendwie so ein Sale erwische und dann vielleicht gerade wieder, wie beim letzten Mal, alle rosa Kissen im Angebot sind. Genau, und den Tisch habe ich dann auch noch neu geholt. Den habt ihr jetzt gerade gesehen, Couchtisch und einen kleinen Teppich. Und ich kann euch nachher auch noch zeigen, mein Schuhregal habe ich auch noch geholt. Ein weiterer Punkt ist, dass ich diese Wand hier hinter mir streichen möchte. Da habe ich mir was richtig Cooles überlegt, was super aufwendig wird, wo ich jetzt gerade schon gar keinen Bock drauf habe, das zu machen, aber auch das Ergebnis. Aber erstmal mache ich mir einen Kaffee, mache Frühstück und ja, dann schreibe ich mal meine To-Do-Liste, weil mir fallen jetzt gerade die ganzen Sachen gar nicht ein. Ich bin gerade übelst verpeilt. Aber ich habe, wie gesagt, eine Menge zu tun. So, und hier seht ihr mein Schuhregal. Das ist so ein Standard-IKEA-Schuhregal in Weiß. Ich finde das echt schön hier. Das ist halt mit so einer Bank, also dass man seinen Kram drauf abstellen kann. Das finde ich super praktisch. Und ja, das passt hier super hin. Die Sache ist, die Tür schlägt hier an, wenn man die ganz aufmacht. Da wollte ich mal eventuell so einen Kantenschutz noch ranmachen, auch wenn es halt total hässlich ist dann. Aber mal gucken. Aber ja, wie gesagt, ich finde das super hier. Und ich hatte ja im letzten Video gefragt, was ihr machen würdet wegen dem Schuhregal, weil ja Karls Schuhe oben drauf standen und so. Aber ja, ich habe das geholt und bereue es bis jetzt nicht. Also es ist nicht so, ich kann ja mal von der Ferne hier zeigen, dass ich finde, dass es an der Stelle irgendwie zu viel ist oder so. Also das, was meine Sorge war, dass da halt was rumsteht, was mich nervt, weil es da rumsteht und ich lieber da nur die Schuhe so stehen habe, aber ich finde es super so. Wie ihr seht, bin ich hier schon an den Vorbereitungen fürs Streichen und ich muss ehrlich sagen, gerade Sachen kleben ist echt nicht so mein Ding. Ich gebe mir total Mühe. Mein Tape war alle, ich habe halt erst unten angefangen, da war mein Tape alle. Jetzt bin ich nochmal zum Baumarkt gefahren, habe neues geholt und jetzt klebe ich hier noch fertig. Und das hier sind dann praktisch die farbigen Streifen. Hier, das sieht schmaler aus, weil ja das Tape dann da drinne klebt, aber es sind jeweils 20 cm, die lila werden sollen und ich hoffe, dass es wirklich so wird, wie ich es mir vorstelle und dass es dann auch schön aussieht. Das ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt damit beschäftigt war. Ich kann euch ja mal die Kanten zeigen. Also hier seht ihr eine nachgearbeitete Kante von mir.
Und hier drüben zum Beispiel seht ihr eine Kante, wie sie mit dem Frogtape eigentlich werden sollte. Ja, ich habe ziemlich viel nacharbeiten müssen. Ich weiß nicht, warum das Klebeband heute nicht so das gemacht hat, was es sollte. Aber ich finde es super so. Also ich finde diese ganze Ecke hier total schön. Ich beziehe dann gleich das Sofa wieder. Das Bettlaken ist nur in der Wäsche, weil das war ja eigentlich komplett neu. Ich habe das nur mal so draufgezogen, aber man sollte das ja waschen, bevor man es benutzt. Genau, und ich habe das Sofa jetzt auch noch nicht ganz rangeschoben. Ja, so seht ihr es nochmal komplett. Ich finde es super cool. Ich finde, es matcht auch mit dem Rosanen. Ich finde, oh, Moment, da und da. Naja, ich finde, es passt auf jeden Fall irgendwie zusammen. Und ja, ich finde das jetzt alles hier sehr, 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 sehr wohnlich. Ich finde das gerade total schön jetzt hier so, weiß ich nicht, auch wenn es eigentlich ein kalter Farbton ist, ist alles zusammen, ist irgendwie richtig schön gemütlich und wohnlich jetzt geworden. Morgen hänge ich noch das Bild auf. Ich habe hier so ein Ölgemälde, was hier jetzt auch rumstand, habt ihr bestimmt heute schon mal irgendwo hier gesehen. Das hänge ich dann übers Sofa noch. Da muss ich bloß mal gucken, wie ich das mache, ob ich das mittig bei den Streifen mache, ob ich das mittig übers Sofa mache, weil das Sofa steht nicht mittig von den Streifen. Das habe ich mir jetzt gerade noch nicht so ganz überlegt. Aber jedenfalls ist das, also diese Streifen sind auf einer Fläche von 3 Meter und alle 20 Zentimeter praktisch, mehr oder weniger. Also man sieht, dass es sehr, sehr geschätzt und viel Freihand und so gemacht wurde, aber ich finde das okay so, also ich finde das, ja, ich finde das gut. So, ich stehe jetzt hier mit den Pappen im Aufzug und das wäre eine Millimeter-Sache. Ich bringe jetzt zum Wertstoffhof und dann fahre ich noch einkaufen und dann dürfte meine Wäsche, die zweite, die ich jetzt angestellt habe, auch fertig sein und ja, dann gucke ich erstmal, wie spät es ist. Meine To-Do-List ist noch nicht abgearbeitet. So, es ist gerade mal 16.51 Uhr. Krass, wie dunkel das jetzt schon ist. Ich bin, naja, ich würde sagen 16 Uhr oder so losgefahren zu Hause, habe die ganze Pappe eingeladen und so. Und musste dann bei dem Wertstoffdings da ein Stückchen anstehen, weil das halt einfach so ist. Und dann, ja, also ich bin dorthin nicht weit gefahren, aber es war übelst der Verkehr. Und jetzt bin ich zum Lidl gefahren. Das war von dem Wertstoffhof echt nochmal eine ganze Strecke, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt keinen anderen Lidl, der dann praktisch nah an meiner Wohnung ist. Also ich hätte dort vielleicht zu einem Lidl fahren können, der noch weiter, ich sag mal, außerhalb ist. Also wo ich vom Wertstoffhof nicht so lang gebraucht hätte, aber dann von dem Lidl zu meiner Wohnung so lang. Also es macht keinen Unterschied. Ich gehe jetzt einkaufen, mache jetzt den Wocheneinkauf, habe eine richtig fette, lange Einkaufsliste. Und habe zum Glück gerade keinen Hunger, sodass ich nicht jetzt irgendwie hungrig einkaufen gehe. So, nächster Stopp. Ich bin jetzt im Kaufland-Parkhaus und werde jetzt da noch schnell reingehen. Die Sachen holen, die ich im Lidl nicht gekriegt habe. Vor allem so laktosefreies Zeug und Karls Windeln zum Beispiel. Und ja. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe es irgendwie voll verpeilt, das Einkauf ausräumen zu filmen. Aber ich kann euch auch wann anders nochmal einen Wocheneinkauf zeigen. Ich habe jetzt gerade die Wäsche aus der Maschine geholt und ich kann euch jetzt nochmal zeigen, dass ich habe das Sofa jetzt ganz rangeschoben und habe das Bettlaken draufgezogen, nochmal schön die Kissen drauf und das sieht man jetzt hier alles so. Und ich glaube, diese Pflanze muss ich einfach mal austauschen und mir dann eine neue holen. Oder die halt ganz wegtun. Eigentlich, ich bin eigentlich nicht so der Pflanzentyp. Ich weiß nicht, warum ich es immer wieder versuche. Also die zwei Pflanzen, die hier bei mir auf dem Fensterbrett stehen, die habe ich geschenkt bekommen. Ich hätte mir niemals die gekauft. Diesen Bambus hier fand ich super schön. Aber der hat irgendwie, weiß ich nicht, dem gefällt es nicht in Leipzig. Was weiß ich denn? Keine Ahnung. Ich hänge jetzt hier noch die Wäsche auf. Die wartet da noch auf mich. Und dann gucke ich mal. Ich glaube, auf meiner To-Do-Liste steht, dass ich... Wow, was ist das denn für ein geiler Effekt? Das sieht aus, wie wenn hier einfach, hier geht es ins Nirgendwo und da ist einfach nur noch helles Licht. Wie cool ist das denn? Was wollte ich jetzt sagen? Achso, auf meiner To-Do-Liste steht, glaube ich, noch ein Video schneiden, das, was ich gestern gedreht habe. Und ich wollte eigentlich noch was kochen und habe überlegt, ob ich dann auch noch ein Video drehe. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich gerade in meinem Arbeitszimmer und bin nämlich am Videoschneiden und habe gerade einfach gesehen, dass ich dann gar nicht mehr weiter gedreht habe. Deswegen möchte ich jetzt einfach an dieser Stelle das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und
Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von meinem gestreiften Wohnzimmer haltet. Ich weiß, dass man das besser machen kann im Sinne von wirklich ganz viel ausmessen und es dann wirklich perfekt gerade kleben. Aber ich meine so von der Grundidee, also ich habe das auch nur bei jemandem gesehen, fand das super cool und wollte es dann schon immer mal in irgendeiner Wohnung halt haben. Und das war jetzt die Gelegenheit. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.